Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem nordrhein-westfälischen Alheim in der Version V3. Ich habe mich heute für Alheim V3 entschieden, weil die in dem Livestream auch sehr gut angekommen ist. Fand ich persönlich, und diese Karte ist ja auch recht neu und ich habe davon auch noch kein Let's Play gemacht. Und somit sage ich herzlich willkommen zu der Fahrt auf der Linie 198. Das ist die Ringbuslinie von der Karte, die fährt einmal drumherum durch Kranenburg. Und wir starten in Kranenburg und Endstation ist dann um 8.30 Uhr wieder Kranenburg. Die Fahrt geht ungefähr 20 Minuten. Ich fahre mit euch hier den Citaro O530G Rheinbahn Euro 3 ZF. Seit dem neuesten Soundpack 3.5 mit am Start. Alles ist schon vorbereitet. Wir können eigentlich schon die Karre starten. Und die Liniennummer eingeben. Ringbus Kranenburg Mitte. Genau. So, 68,55. So, wir fahren um 8.10 Uhr los. Da stehe ich mal ein bisschen die Zeit vor. 8.07 Uhr, das reicht. Ja, ich fahre mit Hilfsmann, weil ich die Linie zum ersten Mal fahre. Also der Sound ist auch hier sehr schön gemacht vom Euro 3 ZF. Der Bus besitzt natürlich keine Klimaanlage, wie auch in der Realität. Zentrales Türöffnen ist halt Standard bei der Rheinbahn. Na, wie viel Druck brauchst du noch? Schöner Sound auf jeden Fall. Nächste Haltestelle am Kerstenbusch. Pip. Die Linie bin ich auch noch nicht gefahren. Das ist auch sehr interessant. Die Ringlinie. Einmal rund um Kranenburg. Wollt ihr nicht mit? Ja, wollen die mit den anderen fahren, wa? Hier bei der Rheinbahn braucht ihr nur einmal drücken. Dann ist die Haltestellenbremse schon eingerastet. Also wenn ihr natürlich weitere Linien in der Karte sehen möchtet, welcher was nächstes ist, das könnt ihr dann gerne unter diesem Video posten. Und natürlich lade ich euch recht herzlich zu dem Livestream an diesem Samstag ein, um 19 Uhr auf Twitch, FlippiTV. Ja, ich setze noch einen drauf aufgrund der letzten positiven Resonanz des letzten Omsi-Livestreams, den ich auch auf YouTube schon hochgeladen habe. Und natürlich der nächste Livestream wird ebenfalls auf YouTube hochgeladen. Nächste Haltestelle am Kerstenbusch. Also die Sounds vom Soundpack 3.5 sind sehr schön. Sich der Morphe auch wieder sehr viel Mühe gegeben. Es ist eine Testversion, aber ist schon sehr, sehr schön. Vor allem natürlich mit der Chura Krüger Matrix. Passt auch zu der Rheinbahn-Version. Alheim V3 ist sehr, sehr schön gemacht. In der neuen Version, der V4 soll es auch geben. Bin ich auch sehr gespannt schon. Und natürlich freuen wir uns doch mal alle auf den Solaris von Altair. Der wird mal richtig Bombe. Wäre natürlich schön, wenn er noch diese Woche erscheinen würde.
Aber das glaube ich nicht. Könnte man schön im Livestream fahren. Hallo. Ja, und ich habe die Spandau Modern MZ-Karte jetzt zum Laufen gekriegt. Also die kann dann auch gerne, wenn gewünscht, im Livestream gefahren werden von mir. Nächste Haltestelle, Römerberger Straße. Ich werde allerdings nicht diesen Neoplan Centroliner fahren, weil der Bus mir optisch und technisch überhaupt nicht gefällt. Und der auch nicht nichts wert ist, meiner Meinung nach, ihn zu präsentieren. Mit dem Volvo komme ich dann mit dem Blasen nicht klar. Also nicht jetzt, könnte man auch zweideutig denken, aber ist wirklich so. Will keiner mit irgendwie, heute ist irgendwie... Wir fahren übrigens morgens gegen 8 Uhr. So schön Morgendämmerung, habe ich mir gedacht. Machen wir doch mal heute. Natürlich kann auch wieder gerne Winsenburg gewünscht werden. Fürs nächste Let's Play oder auch Alheim V3. Natürlich im Livestream werde ich mit Römerberg beginnen, weil die es letztens gewünscht wurden und das ich dann auf die Liste gesetzt habe. Deswegen starte ich dann auch auf Römerberg. Mit dem Gelenkbus. Gletscher kommt auch dran. Nächste Haltestelle, Sängerstraße. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, das ist zum Beispiel hier wirklich nervig, dass die Fahrgäste dann in den Flügel und dann da zum... Das ist ein bisschen doof gemacht, aber na gut. Kann man über einen Weckung, aber mich stört es doch ein bisschen. Natürlich, im Livestream wird auch Alheim V3 und Winsenburg wieder gefahren, wenn dies gewünscht wird. Aber das, denke ich mir, sind auch zwei super Karten. Römerberg ist natürlich immer der Klassiker unter Umsi 2 Karten. War auch schon in Umsi 1 ein Klassiker. Nächste Haltestelle, Kranenburger Straße. Den nächsten, für alle Fragen, wann du den nächsten TS14 Livestream machst, den mache ich dann Anfang Oktober. Da kaufe ich mir dann noch zwei, drei Sachen und da kann man das auch mal präsentieren. Nächste Haltestelle am Anschlag. Am diesen Donnerstag kommt ja der Train Simulator 2015, da werde ich auch einen Let's Test rausbringen und euch das Menü zeigen und mal eine Fahrt. Jetzt zeige ich mal den TS15. Wenn natürlich eine Nachtbuslinie von Alheim gewünscht wird, die ich im Let's Play zeigen soll, könnt ihr das gerne unter die Kommentare posten. Ich bin für alles offen. Oder auch auf Facebook-Bandpage schreiben. Nächste Haltestelle, ICB-Halle.
Als erstes vorher habe ich mal verstanden ICE-Halle. Guten Morgen. Morgen. Das ist auch schöne Linie, so einmal ringrum. Natürlich wird auch im Livestream Bodenhelm gefahren. Habe ich ja angekündigt, habe ich ja gesagt, könnt ihr euch auch wünschen. Ist auch immer sehr schön gewesen, aus OMSI 1. Ist jetzt OMSI 2 kompatibel gemacht worden. Nächste Haltestelle, Dresdener Straße. Jo, super. OMSI 2 ist abgekackt. Das muss mir natürlich in der Aufnahme passieren. Super, dann fangen wir doch, starten wir OMSI 2 nochmal neu. Da seid ihr mal wieder live dabei, wie OMSI 2 abgekackt ist. Super, ne? Wir wollen jetzt hier keinen Midweek-Madness haben, ne? Das ist immer sehr schön, wenn das während der Aufnahme passiert. Das ist, naja. Bei OMSI 2 wundert mich sowieso gar nichts mehr. Was ich davon halte, dass, stand ja in den Kommentaren, dass OMR-Software sich getrennt hat. Das war mir schon von Anfang an klar, dass das so kommt. Deswegen hat mich das auch gar nicht gewundert. Der Ruf vor OMSI 2 ist sowieso geschädigt. Das ist klar. Wenn es einen besseren Bus-Simulator geben würde, der technisch und grafisch auf den neuesten Stand wäre, wie jetzt Train Simulator 2014 und 2015, dann hätte ich schon OMSI 2 von der Platte geschmissen. Aber zurzeit gibt es ja keinen vernünftigen außer OMSI. Deswegen. Ja, bitte entschuldigt den Absturz, das ist, liegt leider nicht in meiner Hand. Ist zwar doof, naja, aber ist ja das erste Mal seit langem, dass OMSI 2 während einer Aufnahme abgekackt ist. Oder abgestürzt. Im Livestream ist es ja einmal abgekackt in Hamburg, aber das war auch klar, diese Karte ist ja total Performance-Fresser. So, wo starten wir jetzt? Jetzt wieder diese Superloading AI. Ich weiß überhaupt nicht, was diese überhaupt bringen soll. Das ist der totale letzte Quatsch. Natürlich, dann hast du hier so einen High-End-Gaming-Rechner und da bringt dir nicht diese 16 GB Arbeitsspeicher, Prozessor und Grafikkarte, da bei OMSI 2 sowieso nicht das ganze Teil unterstützt. Das ist, verstehe ich auch nicht, warum man das auf so einer, sagen wir mal, Steinzeit-Grafik programmiert. Also ein richtiger Spieleentwickler würde sich, wenn er OMSI 2 sieht, den Kopf schütteln. Sag, was habt ihr denn da für eine Scheiße programmiert? So, Loading AI hasst es bald. ...20 Jahre später und dann bin ich 43 und dann sitzen wir immer noch hier. Na endlich! So, wo starten wir jetzt? Ah ja, geht ja klar. Hallo. So, guten Tag. Wer sagt, möchte eine Fahrkarte? Einmal normal, bitte. Guten Tag. Bitte schön. Zack, weiter geht's. Jo. Jawohl, im Train-Simulator kackt ja auch ab und zu ab, also kein Spiel ist perfekt. Nächste Haltestelle, Dresdener Straße. Kein Spiel ist perfekt, das kann mir keiner erzählen.
hat halt mal 2 Minuten gedauert. Mein Gott, kann man auch vorspulen. Ich habe auch früher Videos gemacht und da ist es abgekackt. Hallo. Oder abgeschmiert. Oh, jetzt fahren wir nach rechts, habe ich noch gar nicht gefahren. Cool. Deswegen wiederhole ich die Aufnahme nicht, nur weil es abgeschmiert ist. Na, er schmiert es wieder ab, dann bringt er nichts. Schöner Sound. Sehr schön. Dresdener Straße, Parkplatz ICB-Halle. Hallo. Morgen. Morgen. Guten Tag. Guten Morgen. Jetzt steigen Sie richtig ein. Was immer, wenn Sie da? Hallo. Nächste Haltestelle, Hollestraße. Ich nehme natürlich in Full HD auf, seit ich die neue Internetleitung habe. Also nur zur Info. Ja, trotz der Abstürze macht der Umsi zwar natürlich Spaß, ne? Weil es ja nichts Besseres gibt. Das Let's Play macht mir ja auch mit dem Ding Spaß. Auch wenn ich mich stundenlang aufregen könnte, aber Zuschauer freut es ja immer, ne? Das wäre ja Quatsch, wenn ich auf einmal damit aufhöre. Morgen. Ist ja praktisch mein Inventar. Hallo. Also Umsi 2 bezeichne ich fast als mein Inventar. Einmal bitte Kurzstrecke. Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ja. Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ja, ja, klar. Mal gucken, vielleicht kommt ja noch Ruhr die Woche, dann kann man die auch wieder im Livestream zeigen, ein kleines Let's Play. Mal schauen, was die Woche kommt. Portendiekstraße. Ich dachte, die Ansagen sind hier geändert. Die mag ich ja nicht. Ich mag lieber Mozarts Stimme. Ich bin hier noch gar nicht gefahren. Das ist schön. Hallo. Guten Tag. Hallo. Einmal normal, bitte. Ja, also müsst ihr hier kein Verhältnis hier haben, ne? Also es geht ja nicht. Wir sind hier nicht im... Ist ja kein einmal normal. Ist ja ein Verkehrsmittel und kein Geschlechtsverkehrsmittel oder wie das heißt. So, lass mich jetzt mal hier raus. Ja, der boah, fällt der Scheiße. Ach, halt doch die Klappe. Meine Gott. Soll ich den reinfahren oder was? Das macht der KI auch mal ganz gerne. Mach die Spur klauen. Weil dann macht das jetzt nicht mehr so extrem. Nächste Haltestelle, Stadtgartenring. Ich habe jetzt übrigens auch die Maus in den ganzen Aufnahmen rausgenommen. Also die sieht man jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Das ging mir immer so was von auf den Sack.
Schnellbus. Können wir eigentlich auch mal fahren. Das nächste Mal ein Schnellbus. Wenn du mir jetzt in die Karre fährst, ne, ich bring dich um. Na ja, doch nicht. Guten Morgen. Baustelle. Asphaltarbeiten. Nächste Haltestelle, Wangeroger Weg. Hallo. Hallo. Wenn ihr möchtet, kann ich das nächste Mal auch gerne mal im Schnee wieder fahren. Oder ein Wetter könnt ihr euch auch gerne aussuchen. Das ist kein Problem. Nächste Haltestelle, Heinrich-König-Platz. Ich denke mal, im Sommer macht es irgendwie mehr Spaß. Das ist immer ein bisschen die Natur und so. Und im Winter sieht es ja nur den weißen Mist da. Obwohl der Winter auch seine schönen Seiten hat. Den zentralen Türöffner finde ich ja sowas von genial hier bei der Rheinbahn. Morgen. Du brauchst nicht mehr 20 Knöpfe drücken. Was? Da geht's. Gewick. Noch keine Störungen aufgetreten, aber das sage ich nicht mal so laut. Nächste Haltestelle. Kranenburg S-Bahnhof. Den Sound lieber, ey. Ich habe euch so ein Gefühl, es wird keinen besseren Bussimulator als OMSI geben. Das muss man klar sagen. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Aber OMSI stürzt ja Gott sei Dank, also OMSI zwar jetzt nicht mehr so ab wie am Release. Ein neuer Patch soll ja auch bald kommen, habe ich gehört, wenn alles gut läuft in der ersten Oktoberwoche. Auch wieder einiges proben, da bin ich auch sehr gespannt. Nächste Haltestelle, Schildersbusch. Ist auch schon cool. Du willst nicht mit. Nächste Haltestelle. Emma Straße.
Ich habe ja das Ankündigungsvideo zum Livestream eine Woche vorher gemacht, damit ihr alle Bescheid wisst und dass da natürlich ein bisschen mehr Aufrufe da sind. Obwohl das letzte Mal war ich schon sehr begeistert. Also wenn das natürlich klappt, mache ich diesmal auch ein bisschen länger als bis 5 Uhr, vielleicht bis 6 Uhr. Mal schauen. Aber 6 Uhr ist dann auch die Grenze. Und bis 5 Uhr war ja auch schon krass, ne? Von 19 bis 5 Uhr. Ich mache, glaube ich, dann von 19 bis 6 Uhr immer noch 2 Energy Drinks und dann kann es abgehen hier. Dann geht's rund. Ja, für alle, die wissen, was ich hier stehen habe, ja, ich habe hier ein bisschen Croissants stehen, Kaffeekuchen. Muss ja immer sein. Muss ich mich noch ein bisschen für Samstag für den Livestream versorgen und dann schön Cappuccino wieder machen. Oder eine Latte. Oder eine Latte. Oder eine Latte Macchiato. Das ist schon der Sound, der gefällt mir besser als der vorherige. Vor allem der Solaris, der soll ja den Anmex-Drucker der Berliner Art erhalten. Der wird doch richtig geil, ey. Ja, von den Texturen ist es sowieso Alter der Beste, der hier Busse bauen kann. Also der kann das. Ich würde eher lieber für den Citaro und für den Solaris hätte ich eher Geld bezahlt. Für das ganze Pack hier, für die drei Busse Citaro G, Solo und Zito, anstatt hier für das 3-Generationen-Add-on, wo Tausende von Modder erst kommen müssen und die Busse so machen, damit sie gehen. Weil die Sounds sind echt grottig. Also, C2 klingt anders. Nächste Haltestelle, Goldschmiedstraße. Für den 5er GN1, N1, die klingen auch anders. Man kann sich über vieles beschweren, aber besser wird es leider dadurch nicht. Nächste Haltestelle, Märkische Straße. Ist auch in Dortmund, Märkische Straße. Fett die U41 und U47. Hörde und Abla weg. In Kambodscha. Hallo. Guten Tag, hallo. Hallo. Einen Einzelfahrschein, bitte. Sonst noch Wünsche? 2,50, bitte.
noch schneller. Ah, jetzt sind wir hier. So eine Runde gemacht. Ah, ja, ist klar. Oh, drängelt doch nicht. Also, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja. Danke. Ja, wir erreichen jetzt das Ende dieser Ringbuslinie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und würde mich über positive Resonanz des Videos freuen, über Likes, Abos und freue mich auf das nächste Let's Play, natürlich auch schon auf den Livestream. Mitte. Endstation. Bitte alle aussteigen. Bis zum nächsten. Die AVG bedankt sich für ihre Mitfahrt und hofft, sie bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Natürlich wieder bis zum nächsten Mal mit mir, Philipp Let's Plays. Bis zum nächsten LP. Wo müssen wir halten? Ach, hier schon, hier schon, hier schon, hier schon, hier schon. So, das war unser Bus, unser Mercedes-Benz Citaro O530G, Rheinbahn Euro 3ZF, Wagen 68555. Also Leute, haut da rein, bis zum nächsten Mal, euer Philipp Let's Plays, tschüss! Und natürlich könnt ihr auch unter dieses Video natürlich posten, welche Dinge ihr gerne aus Alheim als nächstes gerne sehen möchtet. Steht doch natürlich frei zur Verfügung. Vielleicht sogar den Schnellbus SB12, der hinter uns gerade kommt.